Ich bin Adalon, die Wächterin, und ich habe meine Pflicht getan, so gut es mir möglich war, viele Jahrhunderte lang. Ich war nicht die Erste, aber ich kenne die Geschichte. Mir sind die Ruinen der Elfen dort oben anvertraut, ein uralter Tempel, der den Übergang zum Unterreich darstellt. Es gibt auch anderorts welche, aber dieser war der erste. Für was steht ihr als Wächterin ein? Was kümmern mich die uralten Ruinen? Für was steht ihr als Wächterin ein? Der Tempel kennzeichnet den Ort, an dem die Elfen mit dem dunklen Herzen zum ersten Mal hinabgestiegen sind, um sich deutlich von den anderen Elfen abzugrenzen und zu den Drow zu werden. Ah ja. Die Drow bewahren diesen Außenposten von Ust-Nata als ein Zeichen, eines welches verantwortlich war für viele Kämpfe. Ich habe die Feindseligkeiten unterbunden und Jahrzehnte des Friedens gesehen. Doch kürzlich gab es hier ein Verbrechen und ich kann meine Beteiligung nicht länger gutheißen. Ich bitte euch um eure Hilfe. Im Gegenzug werde ich euch helfen. Sprecht weiter, ich werde zuhören und sehen, was ich tun kann. Ich bin auf Erledigung von Gefallen nicht gut zu sprechen. Vielleicht, wenn ich einen Vogelspack auf euren Hort bekomme. Und wenn ich eure Hilfe nicht brauche, also sprecht weiter. Ruhe, ich werde euch sagen, wann ihr sprechen dürft. Sehr hochnäsig. Dies ist eine sehr wichtige Angelegenheit und ich möchte nicht unterbrochen werden. Aber natürlich, Fürstin Adalon, Talisa, seid bitte still. Jaira. Die Drow respektieren jahrhundertelang die Grenzen dieses Ortes und tragen nur zur Leibesertüchtigung und kleinen Gedrangeln ein. Das war ausgewogen. Die beiden, die ihr sucht, diese Bodhi und Johnny Redicus, ich glaube, sie trafen mit den Drow eine Abmachung, dass sie selbst freien Durchgang haben und zeigten ihnen eine Möglichkeit auf, wie sie gegen die feindlichen Elfen angehen konnten. Es ist ärgerlich, dass sie es nicht geschafft haben, euch auf die eine oder andere Weise zu erzürnen. Wir hätten uns die Probleme und Schwierigkeiten dieser Reise ersparen können, wenn sie es mit einem verärgerten Silbernen zu tun bekommen hätten. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich meinen Einfluss nicht ausgeweitet habe. Ich kann es nicht. Redicus handelte mit einem höchsten Besitz. Er verwüstete mein Reich und bestahl mich. Sie haben meine Eier mitgenommen. Abscheuliche Kreatur, ein solches Verbrechen ist unvorstellbar. Ein Unglück. Ich vermute, sie drohen damit, sie zu zerstören, falls sie herauskommt. Ha, gefangen durch Entführung. Was? Eine brillante Lösung, euren Biss die Schärfe zu nehmen. Nehmen wir die 1. Mir wurde gesagt, dass wenn ich diesen Hort verlasse, meine Eier zerstört werden würden. Das ist der Höhepunkt in einer langen Reihe von Gräueltaten, deren Zeugin ich wurde. Ihr müsst sie für mich zurückholen. Tut es und ich werde euch einen sicheren Fluchtweg aus dem Unterreich zeigen. Einer, der ganz in der Nähe des Ortes herauskommt, an dem Johnny Redicus seinen nächsten Schachzug plant. Außer euch nahe an euer Ziel zu bringen, werde ich euch ebenfalls einen Gegenstand aus meinem Hort geschenkt machen. Er ist mächtig und eurer Dienste würdig. Ich würde euch meine Hilfe auch anbieten, wenn es keine Belohnung gäbe. Ihr bittet mich, einer Macht entgegenzutreten, der ihr nicht beikommen könnt. Das ist reiner Selbstmord. Ich wüsste gerne, was ich eigentlich dabei tun kann. Ihr bittet mich, einer ganzen Dwarfstadt entgegenzutreten. Wenn ihr schon schwach seid, sollte ich mich vielleicht einfach an eurem Hort bedienen. Nehmen wir die 1. Sehr edelmütig, doch ich habe schon viele Leute solche Versprechen brechen sehen. Meine Zeit hier hat mir die Gesellschaft von Nicht-Drachen verleidet. Ich bin euch dankbar und werde euch zum Erfolg verhelfen. Ich bitte euch nicht, die Stadt einfach zu überfallen, sondern mit List und Raffinesse einzudringen. Ihr werdet die Identitäten einer Gruppe Drow annehmen, die ich kürzlich erledigt habe. Ein Trupp aus einer anderen Stadt, der nach Ust-Nata unterwegs war. Ich muss zugeben, dass mir das nicht sehr zusagt. Ich werde euch umwandeln und ihr werdet in der Lage sein, euch zwanglos unter die Drow zu mischen. Sie werden die Illusion nicht durchschauen, die ich erschaffe. Wenn ihr an Tor ankommt, sagt ihr, dass ihr aus der Stadt Chet-Nassad kommt und dass ihr Zuflucht in Ust-Nata sucht. Beschwört euren Zauber, dass die Illusion entsteht. Ich sehe keine Logik darin. Ich kenne die Gebräuche der Dwarf nicht so gut, wie ich sollte. Warte, das ist doch zu gefährlich. Es muss einen anderen Weg geben. Sucht euch einen anderen Lakai. Ich suche mir meinen eigenen Weg. Ich nehme mal die 2. Improvisiert halt. Es herrscht gerade Kriegsunruhen und sie werden vieles übersehen. Sie werden keine zusätzliche Hand ausschlagen. Ihr werdet durch nichts anderes in Tat werden als durch eure eigenen Fehler, also seid vorsichtig und macht keine. Dann beginnt mit der Beschwörung. Ja, dann lasst es geschehen. Es ist vollbracht. Ihr gleicht nun den Bewohnern der Drow-Stadt.
Ihr seid auch mit einem Hauszeichen versehen, das keine unnötige Aufmerksamkeit auf euch lenken wird. Ich hoffe, ihr verhaltet euch auch wie Drow, wenn ihr mit jemandem sprecht. Versuchen wir's. Ihr seid ebenfalls mit der Sprache der Drow vertraut. Was ihr sagt, wird so verstanden, als hättet ihr die dunkle Sprache euer ganzes Leben lang gesprochen. Die nur so lange aufrechterhalten, wie es nötig ist. Wenn ihr versucht, die Stadt durch ein Haupttor zur Oberwelt zu verlassen, wird die Magie aufgehoben. Ihr seid einfach alleingestellt und eure Chancen sind unvorhersagbar. Es tut mir leid, aber ich muss meine Interessen wahren. Die einzig sichere Flucht steht euch frei, wenn meine Eier zurückerlangt sind. Ich werde tun, was ich kann, Edelon. Solange ihr die Abmachung einhaltet, werde ich zufrieden sein. Ah, aber ich habe jetzt ein Drow-Gesicht. Ich brauche euch überhaupt nicht mehr. Ich werde tun, was ich kann. Ich danke euch. Denkt daran, ihr seid aus der Stadt Shednazad. Legt euch auch einen Drow-Namen zu. Am besten Weldrin, der ist sehr gebräuchlich. Ja, jetzt ist unsere Gruppe etwas dunkel, weil wir jetzt alle wie Drow aussehen. Können wir uns auch im Inventar mal kurz ansehen. Dass wir jetzt alle Drow sind. Und Tagebuch aktualisiert. Nach Datum. Die Probleme der Sniffelbee. Goldan, da war äußerst erleichtert darüber zu hören, dass die Kreatur sein Dorf nicht mehr länger bedroht. Er hat mir seine Dankbarkeit gezeigt, indem er einen magischen Gegenstand als Belohnung überreichte. Außerdem hat er mir den Edelstein gegeben, mit dessen Hilfe ich Edelons Versteck betreten kann. Ich habe Vital dabei geholfen, etliche wertvolle magische Gegenstände von einer anderen Ebene zu beschaffen. Ich habe dafür meinen gerechten Anteil erhalten. Gut, wir können uns noch in ihrem Hort umsehen. Wir sollten allerdings nicht auf die Idee kommen, irgendwas zu stehlen. Wobei meistens ist in Baldur's Gate es eh so, dass der Hort direkt mit dem Drachenkörper verbunden ist. Das heißt, wir müssten den Drachen töten. Allerdings habe ich keinen Bock, nochmal einen Drachen zu töten. Wir haben immerhin schon zwei getötet. So, was sagt eigentlich das Tagebuch über meine aktuellen Aufgaben? Das ist das alte. Endlich habe ich Adalon gefunden, ein Silberdrachenweibchen, das verzweifelt ist und seine Eier zurückhaben möchte. Sie bewacht normalerweise den Weg zur Oberwelt vor dem Eindringen der Drow, aber Renikus und Bodhi haben ihre Eier gestohlen und sie den Drow übergeben. Und sie kann nichts tun aus Angst, dass ihre Eier zerstört werden. Sie hat mir das Aussehen eines Drow gegeben und den Namen Veldrin und flehte mich an, in der nahegelegenen Stadt Usnatar nach ihren Eiern zu suchen. Sobald sie ihre Eier wohlbehalten zurück hat, wird sie mir einen Weg in die Oberwelt zeigen und mich mit einem Gegenstand aus ihrem Hort belohnen. Ihr müsst eure Gruppe erst... Ja, Talisa ist halt ein guter Charakter, deswegen machen wir immer alles. Brav. Was immer ihr wünscht. Was uns aufgetragen wird. So. Mit unserem Aussehen müssten wir jetzt hier nach Usnatar reinkommen. Die Tore öffnen sich. Und es kommt auch ein. Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Wer da? Ihr seid Drow, doch für heute sind keine Patrouillen geplant. Weist euch aus. Eindringlinge, die keinen Grund nennen, werden an Ort und Stelle getötet. Nennt den Grund eures Hierseins. Ich bin Talisa aus aus Adlons Lager. Bitte erlaubt mir hereinzukommen. Ich bin Veldrin aus Shednazad. Trete zurück, erbärmliches Männchen. Ich bin Veldrin aus der Stadt Shednazad. Lasst mich vorbei. Ja... Nochmal kurzes Feedback zu Drow. Frauen haben das Sagen, Männer sind Fußabtreter. Deswegen die drei. Verzeihung, ich tue nur meine Pflicht mit eurer Befragung. Bitte kommt herein, Veldrin von Shednazad.
Normalerweise würde man euch eingehend befragen, aber wir hatten eine längst überfällige Gruppe aus Chitnassad. Eure später Ankunft hat die Pläne von Solarfane verzögert. Kommt schnell herein und sucht umgehend Solarfanes Berater auf. Er soll von der Gesellschaft männlicher Kämpfer. Er ist von der Gesellschaft männlicher Kämpfer und wird euch erklären, wie ihr euch in Ustnata zu verhalten habt. Seid gewahr, dass ihr nur unter Vorbehalt aufgenommen seid, und wenn ihr ihn nicht trefft und irgendwas anderes mit ihm dazwischen kommt, werdet ihr von allen, die dazu Lust haben, nur zum Vergnügen gejagt werden. Die Gesellschaft männlicher Kämpfer befindet sich am nördlichen Ende der Stadt, hinter der Gesellschaft weiblicher Kämpfer und gleich vor der Spinnengrube. Es scheint so, dass Veldrin, in dessen Gestalt ich mich befinde, in der Stadt bereits von einem Braubefehlshaber namens Solarfane erwartet wurde. Ich soll ihn in der Kämpfergilde treffen. Es befindet sich im nördlichen Bereich der Stadt hinter dem Haus der weiblichen Kämpfer und vor der Spinnengrube. Wenn ich mich nicht wie geplant melde, würde ich mich sicher verdächtig machen. Aha. Ja, Einlass ist da in das Heim ist hier noch offen. Drittes Kapitel ist leer zum Glück. Und hier fehlt noch Kangax und die Sache mit Valiga Cortala, die wir nie abschließen können. Wenn ihr es wollt. So, Dwaustadt. Da ist eine Taverne, da geht's nach oben. Gesellschaft weiblicher Kämpfer. Quillesheim. Haus Gerald. Gesellschaft männlicher Kämpfer. Drecksturm. Tempel der Lolf. Ja, Lolf ist hier die Göttin der Dwau. Auch wenn sie in Wirklichkeit nichts weiter ist als eine Dämonin. Der Bazar von Ustnata und so weiter. Was steht hier? Was geht hier vor, Lefal? Der Sklave gehorcht nie und das nervt mich langsam. Der Sklave gehört nicht euch, er gehört mir. Es tut mir leid, meine Herrin, der Sklave hat seine Befugnis überschritten und wurde bestraft. Eines solltet ihr hier wissen, Snar. Ihr seid leichter zu ersetzen als ein ausgebildeter Sklave. Aber Herrin, bitte nein. Ich habe noch andere Söhne. Idiot, wo soll ich jetzt auf die Schnelle einen Sklaven herbekommen? Hier sind sogar Giffyenki und alles unterwegs. So für der Lolf. Ja. Ein Krummsäbel. Hm? Also das ist schon wieder ein Kettenhemd. Das ist ein Draukrummsäbel plus 3. Mit dem hätten wir ein ETW von 5. Mit dem Teil hätten wir auch ein ETW von 5. Nimm mal den eine Weile. Und gib Minsk deine Waffe. Wird's lustig. Achso, das ist nur ein Streitkolben plus 2. Okay, Stabstreitkolben. Hm. Natürlich. Also, wir melden uns jetzt erst einmal. Hi, Riesenspinne. Mit Spinnen sollten wir auch vorsichtig sein. Weil die sind bei den Drow heilig. Ja, Drow und Gedankenschinder, die sich unterhalten. Das ist auch nichts Neues. Nicht schlagen, ich Sklave. Arbeiten schwer, Grummel. Ihr Götter, helft mir aus dem Weg. Das hier müsste Gesellschaft der weiblichen Kämpfer sein. Ich will aber in die Gesellschaft der männlichen Kämpfer. Ja, und da ist schon Solarfee. Ihr seid die Neuen, die man mir geschickt hat. Ich verstehe. Als ob ich nicht schon den ganzen Tag über genug zu tun hätte. Jetzt muss ich mich auch noch um das Wohlergehen von Schwächlingen kümmern. Ha, ha, ha. Es wird keine Zuflucht in Ustnata gewährt, Dummköpfe. Wir zahlen für unser Dasein hier mit Blut und ihr werdet es auch tun. Mein Name ist Solarfane und vorerst werdet ihr tun, was ich sage, damit ihr euch gegenüber den Mütteroberinnen als würdig erweisen könnt. Versagen bedeutet Tod. Und glaubt nicht, nur weil ihr ein weibliches Wesen seid, könnt ihr mich anmachen. Ihr seid hier fremd und nicht besser als jeder Sklave, bis die Mütteroberinnen darüber anders denken. Pei, ich schätze, ich muss euch unterwegs führen. Habt ihr einen Namen haben?
habe nichts. Oder soll ich euch einfach mit Weibchen anreden? Mein Name ist Veldrin. Der Name ist Veldrin und ich verlange gebührenden Respekt. Ah, ihr bekommt keinen von mir, ganz gleich, was ihr in Shednassat darstellt. Aber euer Verstand könnte euch sehr gut in Ustnatter nützen, wenn ihr ihn zur richtigen Zeit zeigt. Egal, eine der Mütteroberinnen hat an eurem Erscheinen Interesse und wünscht sich, eure Fähigkeiten zu bedienen. Sie hat eine Zofe Lolfs geschickt, die mit euch auf die Eingangsplattform zur Stadt, die mit euch auf der Eingangsplattform zur Stadt sprechen wird. Ich werde auf jeden Fall dort sein und bei eurem Auftrag wie eine Mutter auf euch aufzupassen. Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn ihr intelligent seid, geht ihr ganz schnell zur Eingangsplattform. Die Zofen Lolfs sind bekanntlich ungeduldig. Wir müssen uns unterwürfig geben, Talisa. Sie sehen uns in uns niedere Turm, betrachten uns zweifellos mit Misstrauen. Jedes Zeichen von Ungehorsam wird dazu führen, dass man uns genau in Augenschein nimmt. Die Drow haben eine harte Kultur, eine Kultur, mit der ich nicht übermäßig vertraut bin. Wir müssen unsere Herzen verhärten, wenn wir nicht auffallen wollen. Die Alternative ist die Entdeckung und der Tod. Sieg der Spinnenkönigin.